Ich bin mir nicht ganz sicher, wie bzw. wann ich in den Tunnel hineinkam. Jedenfalls, nachdem die Führer mich gefragt hatten und ich Ja gesagt hatte, spürte ich, dass ich mich nach oben bewegte. Der Tunnel ist nicht besonders groß. Es kann immer nur eine Person hindurchgleiten. Nichts berührt dich und ich versuchte auch nicht, die Wände zu berühren. Es ist dunkel. Ich fühle, dass ich nach oben steige und sehe ins Licht. Grelles Licht am Ende des Tunnels. Und dann, als ich so entlang gehe, sehe ich die graue Zone. Ich habe nicht angehalten, um hineinzugehen oder um nachzusehen, was da passiert. Ich ging weiter, um in dieses wunderschöne Tal zu gelangen. Blumen, strahlendes Licht, leuchtende Farben. Auf dieser Erde ist nichts Vergleichbares. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist das Läuten von Glocken. In einem Winkel von etwa 35 oder 40 Grad konnte ich einen Tunnel sehen. Der Tunnel war wie eine Spirale, die sich bewegte, egal ob ich mich bewegte oder nicht. Ich begann, in ihm entlang zu gleiten. Ich konnte weiter diese Glocken hören, aber es war vollkommener Friede und vollkommene Ruhe in mir. Es war ein geradezu dramatischer Unterschied zwischen der Körperlichkeit und dem, was mit diesem Körper hier geschah, an diesem Ort voller Frieden. Als ich dem Licht näher kam, war ich völlig umgeben und erfüllt von Liebe. Eine Liebe, die ich kaum beschreiben kann. Wenn du deine Eltern lange nicht gesehen hast, wenn du lange von deiner Familie getrennt warst, und wenn du dann deine Mutter und deinen Vater wieder siehst, dann stellt sich dieses Gefühl ein. Wie ein kleines Kind, das sich in Sicherheit weiß. Ich wusste, dass alles friedlich war und ich wusste, dass es richtig war. Als ich in den Tunnel kam, als ich durch ihn hindurchkam, war es, als ob ich aus einem dunklen Raum in einen erleuchteten Raum kam. Meine Augen versuchten, sich diesem hellen Licht anzupassen. Der Kontrast zwischen dem hellen Licht eines Blitzes und dem strahlenden Licht, das in dem Tunnel war, hatte auch etwas ganz Dramatisches. Das Licht war so strahlend und so leuchtend, dass es mich durchdrang und sich in mir ausbreitete. Das Licht und ich wurden eins. Seit langem benutzen wir den Ausdruck, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Und ich frage mich, ob dieser Ausdruck nicht von Menschen stammt, die vor langer Zeit an der Schwelle des Todes standen. Ich habe Bilder gesehen, die vor mehreren hundert Jahren gemalt wurden und die genau das zeigen. Im 15. Jahrhundert hat der holländische Maler Hieronymus Bosch ein Bild mit dem Titel »Die Auferstehung der Gesegneten« gemalt. Im Vordergrund am unteren Bildrand sehen wir Menschen, die sterben. Und während sie sterben, sind sie von Geistern umgeben, die die Aufmerksamkeit der Sterbenden nach oben zu richten versuchen. Über ihnen ist ein Tunnel, der sich in die Ferne zieht. Am Ende des Tunnels ist ein strahlendes Licht. Die Menschen, die durch diesen Tunnel gehen, knien ehrfürchtig vor dem Licht. So wissen wir, dass es diese Todeserlebnisse schon bei den Menschen in früheren Zeiten gegeben hat. Sie erzählen uns des Öfteren, dass sie in diesem Licht Freunde und Verwandte gesehen haben, die längst tot waren, und es kam ihnen so vor, als wollten sie sie willkommen heißen und ihnen beim Übergang in das Licht helfen. Mir ist etwas ganz Besonderes widerfahren. Ich habe meine Eltern gesehen, tatsächlich meine Eltern, und mir wurde klar, dass sie umgebracht worden waren. Der KGB in Moskau hatte sie umgebracht. Und ich war glücklich darüber. Das hört sich lächerlich an, aber ich war wirklich glücklich, weil ich immer gedacht hatte, ich sei von ihnen verlassen worden. Während der Polio-Epidemie in den 30ern hatte ich eine Freundin verloren. Ich glaube, es war 38. Und sie versicherte mir, dass alles in Ordnung und sie sehr glücklich sei. Auch meine Großeltern waren gekommen, um mich zu sehen. Ich hatte meine Großväter nie gekannt. Sie waren beide gestorben, bevor ich geboren wurde. Aber meine Großmütter kannte ich. Und meine Mutter natürlich. Plötzlich kam ein Baby auf mich zu und sagte, »Hallo, ich bin dein Bruder.« Ich sagte, »Ich habe keinen Bruder.« Wir redeten aber nicht so, wie wir jetzt miteinander reden. Es war unmöglich, sich misszuverstehen. Es war mehr wie Telepathie. Er zeigte sich mir dann als kleiner Junge, bekleidet mit einer Mütze, einem langen Hemd mit einem gestrickten Pullover darüber, Stiefeln und Socken. Er sagte zu mir, sieh mich genau an und merk dir, wie ich aussehe.
Wenn du zurückkehrst, kannst du es unserem Vater erzählen und er wird dir sagen, dass es so war. Und als es mir wieder möglich war, mit meinem Vater zu sprechen, sagte er, es ist unbegreiflich, dass du das weißt, denn niemand außer deiner Mutter, dem Arzt und mir wusste davon. Es tröstet mich, dass wir uns, was auch immer geschehen mag, eines Tages wiedersehen werden. Und dass wir von geliebten Menschen, Verwandten oder Freunden, die längst gestorben sind, begrüßt werden. Sie alle scheinen uns ermutigen zu wollen, in dieses Licht zu gehen und wollen uns wissen lassen, dass alles in Ordnung sein wird. Das Wesen dieses Lichtes, das unsere Patienten beschreiben, nimmt offensichtlich die Form eines menschlichen Wesens an. Sie sagen, dass sie sich in der Gegenwart eines Wesens befinden, das voller Liebe ist, das sie vollkommen akzeptiert und liebt. Und es hat eine wundervolle Persönlichkeit und kennt sie in- und auswendig. Es verfügt über große Weisheit und Hilfsbereitschaft. Außerdem hat es einen ausgeprägten Sinn für Humor. Das ist der schönste Teil. Es ist ein warmes, liebendes Licht. Es ist einerseits männlich, strahlt aber andererseits auch mütterliche und schwesterliche Liebe aus. Es ist überall um dich herum. Es hat mich völlig akzeptiert und mir alles vergeben, was ich jemals getan habe. Aber kann ich mir selbst manche selbstsüchtigen Dinge verzeihen? Sie nahm alle Schmerzen und Qualen auf sich. Als sie verstand, was mich dazu getrieben hatte. Es war, als wären wir ganz und gar eins. Alles, was ich fühlte, fühlte sie auch. And there was this unconditional love, like most parents have. Es gab nur diese bedingungslose Liebe, die die meisten Eltern für ihre Kinder empfinden. Wie böse ich auch immer gewesen sein mag. Hier wurde ich über alles geliebt und verstanden, weil sie die Gründe für mein Verhalten wusste. Da gab es Zusammengehörigkeitsgefühle, Einfühlungsvermögen und diese wunderbare Liebe für mich. Während ich so da saß und überlegte, was ich als nächstes tun sollte, wurde der Raum plötzlich von Licht überflutet. Dann geschahen drei Sachen gleichzeitig, einfach so. Etwas tief im Inneren dieses spirituellen Wesens, das an meinem Bett saß und den darin liegenden Leichnam betrachtete, bekam den Befehl, steh auf, Gottes Sohn ist bei dir. Und aus dem Licht trat das erstaunlichste Wesen, dem ich je begegnet bin. Es war der kraftvollste Körper, den ich je gesehen habe. Rechts von mir sah ich ein Wesen auf mich zukommen. Ich hatte bis dahin weder etwas von Sterbeerlebnissen gehört, noch sind sie mir beschrieben worden. Ich konnte keine Erklärung dafür finden, als es passierte. Später hörte ich Bezeichnungen wie Gott, Jesus, Moses dafür oder auch großer Engel. Ich glaube, dieses Lichtwesen war mein besseres Ich. Ein Teil von mir beobachtet den anderen, der gerade mein Leben durchlebt. Ich fühlte mich wohl bei diesem Wesen und sicher. Ich verstand, dass Menschen, die sich selbst und die Liebe Gottes in sich kennen, im Einklang mit sich selbst leben können. Und es war, als ob dieses Wesen gekommen war, um bei mir zu sein. Nachdem ich nun bei einem Wesen war, das alles von mir wusste, das mich akzeptierte und mich liebte, da wollte ich von diesem Wesen nie wieder weg. Das ist für mich der interessanteste Teil der Sterbeerlebnisse. Denn diese Patienten erzählen uns, dass während der letzten Augenblicke ihres Lebens, oftmals in Gegenwart des Wesens der Liebe, das immer bei ihnen ist, ein vollständiges Panorama vor ihnen abläuft. Es beinhaltet auch die kleinste Kleinigkeit. Alles, was sie je im Leben getan haben, vom Augenblick der Geburt bis zu jenem Ereignis, das wir Tod nennen. Und sie erzählen, dass sie alle Ereignisse simultan sehen, nicht in den vorgegebenen zeitlichen Abläufen. Doch das alles stellt sich ihnen in einer Weise dar, dass sie es nach ihrer Rückkehr kaum beschreiben können. Ich sah jede Einzelheit meines Lebens. Es begann mit dem Kaiserschnitt bei meiner Geburt und folgten die 20 Jahre meines Lebens. Ich war damals erst 20. Mit dem Licht erschien mir das Panorama meines Lebens.
Von der Geburt bis zu dem Punkt, wo ich mich nun befand. Ich war immer Teil des Geschehens, aber gleichzeitig beobachtete ich, was geschah. Ich sah mir selbst zu, bei allem, was ich tat. Es war wie bei einem Film, der doppelt so schnell abläuft wie normal. Als ich es sah, konnte ich es tatsächlich auch fühlen, was gerade geschah. Ich stand neben mir und konnte sehen, was für verschiedene Dinge zu den verschiedenen Zeiten in meinem Leben geschehen waren.